Würdet ihr sagen, AI-Musik ist eher eine Chance oder ein Problem? Schau mal, ich verstehe, wenn man es manchmal für zwecklos hält, wenn dann diese Zahlen durch die Gegend schwirren, jeden Freitag kommen 130.000 Songs auf Spotify und so. Aber es kann tatsächlich passieren. Wir haben hier ein Beispiel gerade, unser Social-Media-Mann, der Marvin, der hat sein Spotify für Artist-Pitch ausgefüllt und ist dann auf der Emotional Dance-Playlist gelandet. War witzigerweise, glaube ich, auch die Playlist, die du angegeben hattest in deinem Pitch, richtig? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dicktes Deep Dive, deinem Musik-Business-Podcast. Mein Name ist Lukas Schreiner. Ich bin Head of Marketing bei Dictus. Mein Name ist Nico Pisano, ich bin der Network Manager hier bei Dictus. Und wir haben wieder ein bisschen in der Community rumgeforstet und nach Fragen gefragt, die euch eben so ein bisschen im Kopf rumschwirren, haben uns die notiert und stellen die uns jetzt gegenseitig. Willst du anfangen? Ich würde sagen, ich fange an. Alles klar. Ich habe hier schon mein Handy parat mit den Fragen. Und zwar, ich stolpere immer wieder über den Begriff Whitelisting. Was ist das und wann brauche ich das? Sehr, sehr gute Frage. Die Frage erreicht uns immer wieder von unseren bestehenden Partnern und auch von den potenziell zukünftigen Partnern. Und ich glaube, Whitelisting ist am besten an einem Beispiel erklärt. Vielleicht zunächst mal kurz ein Satz. Mit Whitelisting überspringt man entweder für einen ganzen Kanal oder für ein Video auf YouTube zum Beispiel den Claiming-Prozess der Musik. Aber wie gesagt, faktisches Beispiel hilft wahrscheinlich hier ein bisschen besser. Absolut. Du hast also deine Musik ausgeliefert über den Vertrieb und das Release steht an und du machst dir jetzt Gedanken, wie kann ich das vermarkten? Jetzt würde man zum Beispiel hergehen und auf YouTube einen größeren Kanal suchen, bei dem man eine Premiere machen kann. Ja? Man sagt also, hey Kanal, ihr seid größer als ich, ihr habt die Zielgruppe schon, könnt ihr meinen Song posten bei euch? Und dann sagen die, ja, okay, alles klar. Könnt ihr das aber bitte whitelisten? Warum? Wenn man deren Video mit deiner Musik jetzt nicht whitelisten würde, dann würde der Vertrieb, würden wir, das über Content-ID claimen, was natürlich dem Account oder dem Kanal jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen würde. Die wollen ja auch Revenues haben. Im Grunde genommen überspringt man mit dem Whitelisten genau diesen Prozess. Es macht Sinn, wenn man Premieren macht, es macht Sinn, wenn man zum Beispiel auf YouTube selbst monetarisierten Kanal hat und seine eigenen Videos dann auch nicht mehr claimen möchte, dann geht da der Claiming-Kelch dran vorbei, kann man sagen. Alle anderen Videos, Sounds werden aber trotzdem geclaimed. Macht das Sinn? Absolut. Also perfekt beschrieben, glaube ich, was YouTube angeht. Genau. Tatsächlich gibt es noch die andere Geschichte mit Soundcloud. Mhm. Das ist auch, glaube ich, so die Plattform, wo uns die meisten Whitelisting-Anfragen täglich auch erreichen, weil Soundcloud einfach eine andere Policy fährt. Soundcloud arbeitet nämlich wie folgt, also sprich, wenn ihr einen Song beispielsweise bei uns oder bei jedem anderen Vertrieb rausbringen würdet, dann sollte euer Kanal nicht im Vorfeld gewhitelistet sein, der Track, den ihr hochladen möchtet, manuell auf eurem Kanal, direkt gesperrt werden, ja. Weil einfach Soundcloud verbietet, so gesehen bereits über den Vertrieb geliefertes Material oder Content erneut manuell hochzuladen, sofern der Account nicht gewhitelistet ist. Mhm. So, deswegen empfehlen wir immer, das steht auch bei uns in den Onboarding-Guides mit drin, direkt eigentlich die Artist-Kanäle und auch den Label-Kanal zu whitelisten, sollte eben das Label oder der Künstler vorhaben, den Track eben da auch hochzuladen. Mhm. So. Und genau, da gibt es ein Formular, ist relativ basic, da packst du einfach deine Channel-URL rein, schreibst deinen Labelnamen dazu und dann wird es innerhalb von 12 bis, ich glaube, 24 Stunden gewhitelistet. Geht fix. Und dann könnt ihr da auch nämlich eure eigenen Tracks hochladen und habt da keine Probleme. Ich weiß das noch ganz früher, war das immer mega der Hustle und auch mich selber hat es als Künstler immer genervt, wenn ich praktisch meine eigene Musik, wo ich ja auch im Endeffekt ja auch die Rechte irgendwo dran habe, versuche bei mir hochzuladen und dann, keine Ahnung, eine Error-Notifikation kommt und die dann im Endeffekt behauptet, hey, du hast keine Rechte an deinem Release. So, deswegen, das ist im Endeffekt der Hintergrund dabei. Ist ein relativ einfacher Prozess, aber muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Auf Label-Ebene ist es auch meiner Erfahrung nach manchmal immer noch ein bisschen mühsam. Gerade wenn du viele Releases hast und viele Artists hast. Bei mir ist es zum Beispiel so, die Artists wollen regelmäßig ihre Tracks hochladen, geben jetzt nicht unbedingt vorher Bescheid. Sie wollen es einfach auch auf ihrem
Soundcloud-Profil haben. Für mich grundsätzlich kein Problem, nur springt halt sofort die Sperrung da rein. Ja. Und die müssen den Track nicht mal online schalten, sondern man lädt es hoch und das war es dann auch schon gewesen. Aber ich glaube, deshalb erreichen uns bei Diktis auch so viele Anfragen bezüglich Soundcloud, weil eben der vorrangige Unterschied zwischen Soundcloud und YouTube ist, dass Soundcloud direkt sperrt und YouTube einfach nur entmonetarisiert. Genau. So. Und das kann, wie gesagt, einerseits ein Vorteil sein, andererseits potenziell auch ein Nachteil sein, aber ich würde sagen, whitelistet eure Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also bei Soundcloud hat es auch nochmal einen anderen Hintergrund, sprich nämlich, wenn ihr vorhabt, wie gesagt, eure eigenen Stücke auch dort hochzuladen, dann hilft auch dieses Whitelisting nicht nur, dass der Song auch oben bleibt, sondern eben auch, um die Monetarisierung für eure User-Uploads zu aktivieren. Also sobald euer Kanal auf Soundcloud erfolgreich gewhitelistet wurde, habt ihr auch die Monetarisierungsoption für User-Uploads. Also dann könntet ihr auch sagen, hey, ich habe hier einen Track hochgeladen, der ist vielleicht noch nicht direkt über den Vertrieb gemeldet. Ich hinterlege direkt schon die Monetarisierung. Dann ist schon ab dem Zeitpunkt des Uploads so gesehen die Monetarisierung dafür aktiv. Bei Soundcloud ist es ein bisschen so ein tricky Prozess, weil du musst dann immer für jedes einzelne Territory die Monetarisierung nochmal aktivieren. Das ist so ein bisschen ein Hickhack, aber auch das ist trotzdem überschaubar, so vom Workload. Wir sagen ja auch immer, hey, die Leute geben so viel Zeit in das Musikmachen. Klar. Auf der anderen Seite hilft es manchmal auch einfach, sich mit dem Musikbusiness dahinter so ein bisschen zu beschäftigen oder da auch Zeit zu investieren und gerade dann auch in Sachen Whitelisting, Monetarisierung und Co. sich einfach zu informieren. Deswegen an der Stelle sei gesagt, lohnt sich. Whitelistet eure Releases auf jeden Fall. Cool. Dann machst du weiter. Oh. Der Klassiker die letzten Wochen. Würdet ihr sagen, AI-Musik ist eher eine Chance oder ein Problem? Boah, gute Frage. Tatsächlich, ja, viele Gespräche schon in den letzten Wochen darüber geführt. Und klar, das Thema lässt, glaube ich, keinen kalt, gerade auch in der Musikindustrie, wo viele auf der einen Seite ja befürchten, dass das die Kreativschaffenden komplett ablöst. Ja. Wir als Musikvertrieb, ja, ich glaube, wir können es nicht aufhalten. Ich hatte das auch schon mal im Podcast gesagt kurz, weil es einfach immer schwieriger wird, die Sachen zu erkennen. Ja. Jetzt auf einer kreativen Ebene würde ich sagen, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ich als Produzent verstehe das, dass es oder sehe da eher die Möglichkeit, weil es dir super viel abnimmt auch. Mhm. Also beispielsweise, ich hatte jetzt vor kurzem, wie gesagt, erst einen Track produziert, wo ich eine andere Stimme einfach mal probieren wollte. Da hatte ich einfach eine AI-Voice drüber gelegt und hatte halt im 0, nichts. Eine andere Stimme drauf, klar. Eine andere Stimme drauf und konnte das einfach mal, es war ein Female Vocal und ich wollte mal ein Männer Vocal testen. Das war einfach mega. Oder auch für so Songstarter. Ich glaube, es gibt's ja aktuell auch schon über diverse Sample Packs, aber durch AI wird es vielleicht doch ein bisschen uniker dann auch. Mhm. Weshalb ich das sehr interessant finde. Auf der anderen Seite gibt es dann Genres, gerade Lo-Fi, Ambient, Chill-Out, alle Genres, die so ein bisschen eher in die Richtung Hintergrundmusik gehen, wo ich es schon sehr gefährlich sehe, weil natürlich die Künstler oder diese Art von Musik doch wahrscheinlich leichter ersetzt werden kann als, ich sage jetzt mal, professionell geschriebene Toplines mit drei Songwritern im Raum, wo fünf Producer irgendwie mitgewirkt haben. Ich glaube, und das ist auch was wir den Labels von uns immer wieder spiegeln, es kommt wahrscheinlich langfristig darauf an, wie du dich als Künstler platzierst und brandest, weil Musik an sich, das Musikmachen als solches, wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um herauszustechen aus der Masse. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich denke, und auch das hatten wir im Podcast schon ein paar Mal gehabt, einer der großen unterscheidenden Faktoren bei dem AI-Volumen, das auf uns zukommen wird, definitiv, wir sehen es ja, wir sehen die ersten Wellen ja direkt vor uns. Mhm. Einer der großen unterscheidenden Faktoren wird sein, den Artist-Brand auszubauen. Und wenn das
nur damit anfängt, dass man mal ein tatsächliches Bild von sich hochlädt. Natürlich wird es viele Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die sagen, hä, wer hat denn kein echtes Bild von sich drin? Aber es gibt Genres, da hat kein Artist einfach, zeigt kein Artist so richtig das Gesicht. Und das sind eben gerade so diese AI-anfälligen Genres, wo man dann sagen muss, hey, daran muss tatsächlich gearbeitet werden. Aber grundsätzlich, was dieses AI-Thema angeht, ich glaube, man muss sich da unterschiedliche Hüte aufsetzen. In meinem Musikerherzen sehe ich auch zwei Seiten. Einmal, dass es eine wahnsinnige Chance ist, dass es potenziell eine wahnsinnige Inspiration sein kann. Du hackst da irgendwas rein. Früher hat man halt irgendwelche Playlisten gehört, jetzt hackst du halt irgendwas in der AI rein und guckst mal, was dabei rauskommt. Ja. Und wenn dich irgendwas davon nur ganz kurz kitzelt, nur ganz kurz inspiriert, dann hat es seinen Job schon getan. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer dieser puristische Musikergedanke von, eigentlich sollte das so natürlich nicht sein. Mhm. Uns passiert jetzt gerade dasselbe, was den Grafikern passiert ist vor einem Jahr und was den Blogwritern passiert ist vor 2 Jahren. Ja. Das wird also wahnsinnig spannend. Und ich finde aber, man muss sich auch noch den anderen Hut aufziehen und das aus einer Business-Perspektive betrachten. Gerade wenn man vielleicht ein Label hat, könnte das meiner Auffassung nach eine wahnsinnige Chance auch darstellen und vielleicht auch ein Zug sein, auf den es sich lohnen würde, aufzuspringen. Aber ob man das moralisch mit sich ausmachen will oder nicht, ob man das gut findet oder nicht, steht auf, für mich persönlich auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Mhm. Und das war ja auch, was ich vor kurzem mal erwähnt hatte. Für mich persönlich findet die Diskussion viel zu stark in diesem ist das gut oder ist das schlecht Raum statt. Ich für mich sag viel eher, ist es eine Chance oder ist es keine? Ja. Gut, vertriebstechnisch wird das auch noch sehr, sehr spannend werden, das ganze Volumen, was auf uns zukommt. Absolut. Ich meine, das Volumen ist ja aktuell schon unfassbar riesig und klar, auch uns erreichen ja immer wieder Künstler und Labels, die sagen, hey, wie schaffen wir es, Playlist-Placements zu bekommen? Wie schaffen wir es, irgendwie in die großen Playlisten reinzukommen oder irgendwelche großen Features zu bekommen? Aber da muss man halt auch ehrlicherweise sagen, die Konkurrenz ist einfach so groß wie noch nie. Ja. Und klar, wir auf Vertriebsebene können natürlich auch bedingt da helfen, dass die Musik einfach auch Gehör findet. Ja. Aber der Hauptjob muss einfach vom Künstler, vom Label selbst kommen, da als Brand aufzutreten und im Endeffekt dieses Grundrauschen schon so weit zu erzeugen, dass wir eigentlich die Musik den richtigen Leuten zuschieben müssen und das dann platziert wird. Jetzt mit AI und mit diesem noch viel, viel größer wachsenden Volumen wird es wahrscheinlich immer schwieriger, weil natürlich die Musik, das Musikmachen oder das Qualitätslevel von Musikmachen halt immer, immer höher wird wahrscheinlich. Ja. Und gut, aber das kann für mich wieder ein Vorteil sein, denn Konkurrenz befeuert nun mal den Wettbewerb. Ja, man muss sich dann einfach wirklich hinsetzen und sagen, heute machen wir was Besonderes. Weil die Artists, die immer an der Kante dieser Kreativität sind, die wird AI nicht ersetzen. AI wird, wenn überhaupt, nur die Artists ersetzen können, die halt jetzt nicht ganz so innovativ sind vielleicht. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich oder überhaupt nicht wertend, sondern ganz, ganz sachlich. Und ich glaube, das ist eine Realität, der wir irgendwie ins Auge blicken müssen in der Zukunft. Den Gedanken, den ich nur so ein bisschen gruselig finde, wenn man es jetzt mal nur weiterspinnt. Mhm. Ich bin cool damit, solange wir Herr unseres Glücks sind und da unseren Einfluss drauf haben, auch als Musiker und Producer und Label-Owner und so weiter. Aber was ich ganz gruselig finde, wäre die Idee zu sagen, jetzt lass mal eins der DSPs auf die Idee kommen, AI live zu generieren. Du sitzt in einem Auto, die Sonne scheint, machst das Cabrio-Dach auf, gibst in deine AI-Playlist von mir aus ein, Sunny Day Time Drive, was auch immer. Ja? Und das DSP weiß dann, okay, die Plattform weiß dann, okay, Sunny Daytime trackt vielleicht sowieso, wie schnell du dich bewegst über GPS, trackt vielleicht sowieso das Wetter an deinem Standort gerade, kennt deine Hörgewohnheit. Ja.
Und dann generieren die vielleicht live für deinen Sunny Day Drive die Musik. Mhm. Und dann wird es meiner Meinung nach gruselig. Aber das ist natürlich weit gesponnen. Ich hoffe noch sehr weit gesponnen. Ja. Weil personalisierter kannst du es ja dann eigentlich gar nicht mehr machen. Im Grunde genommen. Und es ist ja schon auch eine Entwicklung, die ja auf jedem DSP irgendwo auch stattfindet, dass ja jedes DSP sich eigentlich Gedanken macht, wie kann ich gezielt irgendwie Personen ansteuern mit der perfekt dazu passenden Musik. Deswegen, ich kann mir das schon auch irgendwie langfristig vorstellen. Ich hoffe natürlich auch, so wie du, dass das noch ein paar Jährchen dauert, weil ich glaube, das macht es dann unmöglich, da auch irgendwie reinzukrätschen. Und muss man dann halt einfach sehen, klar, aber das ist... Wird alles creepy. Noch sehr, sehr spannend. Ja. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich halte jeden dazu an, die Augen offen zu halten und zu gucken, was passiert. Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So ist es. Ja, ich glaube, aufhalten wirst du so oder so nicht. Auch das haben wir schon ein paar Mal thematisiert hier. Ja. Auch da gibt es ja irgendwie so ein paar witzige Vergleiche. Manche vergleichen ja die aktuelle Zeit jetzt auch mit der Zeit von damals, wo die ersten VSTs auf den Markt gekommen sind, wo sich ja auch die ganzen Studiomusiker beschwert haben und gesagt haben, hey, jetzt wird es unmöglich, da überhaupt noch als Musiker stattzufinden. Mhm. Bis dato musste man sich immer große Studios mieten. Jetzt habe ich alle meine VSTs, alles mein Hardware-Gear habe ich eben praktisch in der Box. Ja. Das ist ja schon vergleichbar irgendwo auch. Ganz sicher. Ja. Die Entwicklung wird wahnsinnig spannend. Absolut. Cool. Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich als Label-Owner Tracks von meinem Label auf Spotify pitchen? Grundsätzlich auf jeden Fall ja. Und das ist auch die große Empfehlung. Rein technisch betrachtet ist der erste Schritt, den man labelseitig dann gehen müsste, für das Label einen Spotify for Artist Labelzugang machen zu lassen oder den eben anzufragen. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht Spotify for Labels heißt, aber bitte... Spotify for Artists Labelzugang. Wie bekommt man den? Man braucht eine Mindestmenge an Releases auf dem Label. Achtung, nicht veröffentlicht, nur ausgeliefert. Mhm. Ich glaube, das sind 3, ist das richtig? Richtig, ja. Und dafür braucht man eben die URIs. Die könnt ihr bei eurem Vertrieb anfragen, die könnt ihr bei uns anfragen. Ja. Und dann gibt es auch hier natürlich ein Formular, wo man diesen Zugriff anfragen kann. Und dann hat man praktisch wie die ganz normale Spotify for Artists Maske, die ihr von eurem Artist-Profil kennt. Nur habt ihr eben das ganze Artist-Roster von euch mit drin, könnt dann da pitchen, könnt dann da Bilder austauschen, falls ihr das machen möchtet. Es gibt ja Labels, die da gerne auch aktiv mitwirken auf den Artist-Profilen. Und da habt ihr dann alle Möglichkeiten und könnt dann auch jedes Release vorab pitchen. Ob man lieber mit dem Artist-Profil pitcht oder dem Label-Profil pitcht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber so geht's. Ja, absolut. Das ist auch so eine der Hauptfragen, die wir immer wieder gestellt bekommen. Sollte der Vertrieb pitchen, das Label oder der Artist? Mhm. Was ist da empfohlen? Was wir immer auch von DSP-Seite mitbekommen, ist natürlich, je persönlicher ein Pitch auch geschrieben ist und was ist persönlicher als der Artist, der selbst diesen Pitch ausfüllt? Genau, nichts. Ja. Also deswegen... auch an der Stelle, an alle Artists da draußen, ich kann es euch nur empfehlen, den Artist-Pitch immer selbst auszufüllen. Ich weiß, es gibt auch immer wieder die Diskussion, ja, lohnt sich das überhaupt, das auszufüllen, weil gerade in der Frage zuvor hatten wir es ja behandelt, mit dem wachsenden Volumen tue ich mich auch immer schwerer, da herauszustechen und vielleicht gefunden zu werden von Spotify. Aber wenn ihr de facto diesen Pitch nicht abschickt, dann habt ihr gar keine Möglichkeit, da rauszustehen. Dann ist halt einfach die Chance bei null, richtig? Genau. Also man muss sich diese Chance schon auch selbst bewahren. Deshalb, man kann es nicht anders sagen, macht definitiv eure Pitches. Und auch schau mal, ich verstehe, wenn man es manchmal für zwecklos hält, wenn da diese Zahlen durch die Gegend schwirren, jeden Freitag kommen 130.000 Songs auf Spotify und so. Aber
es kann tatsächlich passieren. Wir haben hier ein Beispiel gerade, unser Social-Media-Mann, der Marvin, der hat seinen Spotify for Artist-Pitch ausgefüllt und ist dann auf der Emotional-Dance-Playlist gelandet. War witzigerweise, glaube ich, auch die Playlist, die du angegeben hattest in deinem Pitch, richtig? Ja, genau. Also ich habe in meinem Pitch, ich glaube, 5 oder 6 Playlisten reingeschrieben, die passen könnten. Und Emotional Dance, wo es am Ende gelandet war, war die allererste, die ich genannt habe. Na also. Ja. So, und wie gesagt, wenn man den Pitch halt nicht ausfüllt, dann nimmt man sich die Chance komplett. Absolut. Und deshalb pitcht eure Musik. Definitiv. Und vielleicht an der Stelle auch dazu gesagt, auch das kriegen wir immer wieder um die Ohren geschlagen. So von wegen, ja, ich muss doch mindestens 10.000 monatliche Hörer haben. Nein, also Marvin hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, irgendwie 60 ja, 600, so ich weiß nicht. Mittlerweile, also zu Hochzeiten waren es, glaube ich, 6.000 monatliche Hörer dann nach der Platzierung. Und jetzt ist es immer noch auf jeden Fall mehreren Tausend da. Aber vor der Platzierung war es ja trotzdem auf einem Level, wo wir ja auch gesagt haben, hey, auch für einen Prio-Pitch ist es vermutlich eher schwierig, weil dieses Grundrauschen einfach noch ein bisschen gefehlt hat. Aber auch selbst da hat es dann dazu geführt, dass du in der Playlist gelandet bist. Also finde ich so schön, ehrlich. Ja, und Fun Fact, eine Woche nach Release. Ah, ja. Also ja. Ist nicht alles verloren, nur wenn es am Tag nicht passiert. Stimmt, vielleicht um auf dem Fun Fact noch so ein bisschen rumzureiten. Ja. Das ist auch ein Motiv, das immer wieder mal vorkommt. In manchen Genres stärker, in manchen Genres weniger stark. Aber es gibt Genres, da kommen die Editorial Features 4 Wochen nach Release. Das ist nicht ungewöhnlich. Und dann gibt es aber natürlich auch Genres, da sollte es am Release-Day passieren. Klar ist es danach nicht weiterhin ausgeschlossen, aber da sinkt die Wahrscheinlichkeit dann irgendwie. Aber wie gesagt, egal wer es macht, pitchen ist Pflicht. Ja, definitiv. Also das zähle ich auch zu den absoluten Hausaufgaben von jedem Artist oder Label, weil es einfach dir sonst die Chance raubt, überhaupt platziert zu werden. So, wir können natürlich von Vertriebsseite immer den Prio-Pitch auch ausfüllen, aber auch da baut der in der Regel ja auch auf dem Spotify for Artists Pitch auf. Ja. Und dementsprechend empfehlen wir das definitiv. Es muss halt einfach im System bei Spotify sein. Wenn man nicht pitcht, ist man kaum sichtbar im System, selbst wenn jemand danach suchen würde. Jetzt lass mal eine Nummer auf TikTok funktionieren, ganz spontan. Und du hast vorher nicht so richtig dran geglaubt, hast dein Spotify for Artists Pitch nicht ausgefüllt. Jemand bei Spotify in Berlin sieht dieses Video auf TikTok, sieht Out Now in 2 Wochen. Ja. Ja? Guckt im System bei Spotify, wo ist der Spotify for Artists Pitch, ich will es sehen, findet es nicht. Man nimmt sich einfach die Chance und deshalb einfach machen. Yes. Lass mich mal gucken. Hast du noch eine? Ich glaube, ich habe noch eine. Aha. Oh, das ist natürlich eine Frage, die ich tagtäglich mehrmals bekomme. Releases switchen, geht das? Und wenn ja, wie? Yes. Vielleicht zuerst der Begriff switchen, bitte. Switchen, also im Endeffekt, es geht darum, ich bin ein Label, ich habe 30 Tracks schon rausgebracht, bin aber unzufrieden mit meinem derzeitigen Vertrieb und möchte gern, lass mal das Beispiel nehmen, zu Dictus jetzt rüber switchen. So, dann würdest du erstmal natürlich bei uns dich melden, würdest einen Account aufgesetzt bekommen und dann, um sicherzustellen praktisch, dass deine Musik ja auch übertragen wird auf uns, müsstest du erstmal hergehen und sagen, hey, du musst deinen Katalog, den du auf deinem anderen Vertrieb bereits hast, genauso online bringen. Ja. Also wir brauchen natürlich auch die gleichen Metadaten, die Audiofiles, die Artworks etc., um das überhaupt mergen zu können. Ja. Also dass die Statistiken 1:1 auch übernommen werden. Weil tatsächlich, es funktioniert nicht, den gleichen Katalog auf 2 Labels gleichzeitig, auf 2 verschiedenen Vertrieben gleichzeitig online zu haben. Mhm. Weil es gibt beispielsweise DSPs wie Beatport oder Tracksource, die einfach nur einen Vertrieb pro Label erlauben. Ja. So. Also du würdest praktisch auf deinem Account deine Releases nochmal erneut hochladen. Wir würden die dann ausliefern. Das würde dann auf Spotify gemerged werden. Ja, also sofern die gleichen Daten angegeben werden, werden praktisch die Statistiken übertragen, aber eben auch Playlist-Platzierungen etc. Ja. Und ist das dann passiert, dann kannst du im Endeffekt hergehen und den Katalog auf deinem alten Vertrieb herunternehmen. Und es wurde damit dann sichergestellt, dass eben Statistiken etc. einfach übernommen wurden. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, bei Spotify ist es tatsächlich so,
wir haben extra ein Tool dafür gebaut, das im Endeffekt erlaubt, per Knopfdruck Katalog, den du auf Spotify hast, bei uns in die Maske zu importieren. Also du würdest dir massiv Zeit sparen, ja, dadurch, dass Metadaten wie ISRCs, UPCs, diese ganzen Codes, die sich sowieso wahrscheinlich keiner merken kann und sich nicht richtig aufschreibt und notiert, die würden automatisch importiert werden. Also es nimmt extrem viel Hassel einfach. Ein paar Daten brauchen wir dann trotzdem, also sowas wie Audio-Files und Artworks können wir einfach nicht automatisch aus der Maske ziehen, aber eben der Großteil der Metadaten würde automatisch importiert werden, sodass du einfach gar keinen Stress hast, praktisch deinen Katalog erneut hochzuladen. Wie gesagt, jetzt bei 30 Releases wäre das sogar noch überschaubar, aber wenn du jetzt einen Katalog hast für 300 Releases, dann wäre das schon sehr, sehr mühselig, jedes einzelne Release nochmal neu einzutippen. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, so ein Spotify-Importer-Tool zu bauen, was es halt einfach tausendmal leichter macht, den Vertrieb auch zu switchen. Und man muss es auch ganz einfach sagen, das ist aktuell die technisch einfachste und unkomplizierteste Lösung für das Label zu switchen. Ja. Es geht aktuell tatsächlich nicht einfacher als wie zum Beispiel mit unserem Spotify-Importer, weil, wie du schon sagst, wir ziehen uns alle Daten zu allen Releases, die wir online kriegen können. Das Einzige, was wir uns nicht ziehen, sind die Daten, an die man eben online nicht rankommt. Das ist natürlich Audio, weil das einfach Diebstahl wäre und das Artwork. Ja. So. Und der Vorteil ist eben, mit ganz wenigen Klicks warten da alle einzelnen Releases bereits in eurem Dictys-Account. Und alles, was ihr im Optimalfall machen müsst, ist per Drag-and-Drop die Artworks und die Songs noch hinzufügen. Und dann kann es im Grunde genommen losgehen. Und auch dann, wenn man es noch ein bisschen faktischer betrachtet, liefern wir die Musik aus und dann sind für eine kurze Zeit zwei Releases auf Spotify online. Ja, genau. Ja? Und dann haben wir aber ein Team und das möchte ich so rausarbeiten, weil das immer eine Frage ist, die bei mir dann als Follow-up kommt in den Gesprächen. Ja, geht das dann auch alles gut und so? Und wir haben hier ein sehr, sehr, sehr kompetentes Tech-Team sitzen, die schon super viele und super große Switches betreut haben. Und die gucken wirklich, ob alles stimmt. Die gucken, sind alle Playlist-Platzierungen da? Die gucken, sind alle Streams da? Und erst, wenn alles stimmt, dann wird sich darum gekümmert, okay, hey, ihr könnt jetzt beim anderen Vertrieb die Musik runternehmen. Es ist alles gemerged. Und dann ist der Switch vollzogen. Also, da verrutscht nichts. Ja. Und das ist die wichtige Essenz am Ende, glaube ich. Und es geht halt auch nichts verloren. Das ist halt die große Angst ja auch von vielen Labels, gerade von Labels, die einen super starken Katalog auf Spotify haben, die super geile Playlist-Platzierungen haben, die, keine Ahnung, teilweise Tracks mit 20 Millionen Streams haben. Natürlich, ich verstehe das absolut, dass das irgendwie erstmal im Kopf ist, hey, ich verliere das ja, wenn ich meinen Vertrieb auch switche. Aber nein, das ist tatsächlich auch eine gängige Methode. Wie gesagt, wir machen das schon seit Jahren. Und vielleicht auch nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast mit den fehlenden Sachen wie Audio-Files und Artworks. An der Stelle sei gesagt, wirklich macht euch Ordner, speichert euch die Sachen ab, weil es kann ja immer mal wieder sein, dass ihr unzufrieden seid mit eurem derzeitigen Vertrieb und switchen möchtet, dann braucht ihr diese Daten. Und es gibt halt super viele Labelpartner, auch mit denen wir schon in der Vergangenheit zu tun hatten, die diese Daten einfach nicht mehr haben und dann teilweise hergehen mussten und auf Beatport dann die Releases nochmal alle kaufen mussten. Ja, weil Beatport dieses Format AIFF, glaube ich, erlaubt, wo du praktisch Artwork und die hochauflösendste Wave-Datei im Endeffekt zugespielt bekommst und so an diese Daten auch kommst, weil ansonsten ja, ist es halt schier unmöglich, da nochmal ranzukommen, außer natürlich euer alter Vertrieb ist da kooperativ und schickt euch die Daten zu, wobei auch da gab es schon einzelne Labels, die gesagt haben, hey, klar, was hat der Vertrieb noch für ein Interesse, mir jetzt die Daten nochmal zuzuspielen? Ja. Genau, also das immer im Hinterkopf behalten, speichert euch die Daten ab, sei das jetzt irgendwie auf dem Backup, auf einer Backup-Festplatte oder irgendwie in einem Google Drive oder Dropbox, wie auch immer. Ganz wichtig. Lohnt sich, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht nochmal auch an der Stelle, weil mir das auch gerade kommt, klar, wir haben ja auch bei Dictys die Möglichkeit über Dictys Vault
beispielsweise, ja, wir speichern für euch im Endeffekt diese Daten ab. Also wir sind nochmal als zweites Backup so gesehen dahinter. Und solltet ihr die Daten brauchen, könntet ihr euch die jederzeit über Dictus App dann runterziehen. Ja, alles, was ihr braucht. Yes, ich glaube, soweit haben wir es dann, oder? So ist es. Also, falls ihr noch Fragen habt an uns, an den Podcast, dann schickt ihr uns zu. Ihr findet uns auf allen Social-Media-Kanälen, auf YouTube. Könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Wir sind auf jeden Fall erreichbar. Voll. Auch wenn ihr Fragen zum Vertrieb habt grundsätzlich. Wir sind natürlich immer offen und freuen uns auf ja, neue Labelpartner, neue Künstlerpartner. Deswegen meldet euch und ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis dann. Bis dann.